So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wir sind auf dem Weg zum X-Raid. Der allererste X-Raid vom Ramses Kitchen Account. Und wird wahrscheinlich auch der allerletzte sein. Denn erstmal gehen ja keine Einladungen mehr raus. Wir wissen nicht, wie lange das noch anhält. Scheiß Corona, Bruder. Und kann ja sein, dass ich den Account dann auch gar nicht mehr habe. Weil wenn ich dann meinen wiederbekomme und den doch verlos, also den verlose ich, wenn ich meinen wiederbekomme. Ist nicht so, dass ich den plötzlich behalte und geier. Nein, aber wenn ich den dann nicht mehr habe, kann ich ja auch keine X-Raids mehr machen. Im April kommt ja, glaube ich, auch Gensekt, irgendwas. Dieses hässliche in die X-Raids. Also haben wir jetzt einmal die Chance, da noch ein Regigigas drauf zu knüppeln. Und ich fand es so schön. Ich habe gestern noch hier in die Gruppe für die zwei Chaoten geschrieben. Heute, wir müssen den Taco, müssen da was abholen. Wir müssen Katzenstreu kaufen. Wir müssen 13 Uhr X-Raid alles. Und der Prime schreibt halt richtig original: Jo Brudi, ich freue mich auf alles davon. Yeah. Und heute, ich gucke so um 12 rein, alle tot. Ich gucke so 12.30 Uhr, immer noch tot. Ich habe gedacht, okay, ich gehe einfach alleine. Ne, jetzt muss man noch warten, jetzt laufen wir trotzdem hin. Also wieder mal richtig Action in Eile. Nur gehetzt, nur Stress. Stress ist gesund. Wir melden uns zurück, wenn wir beim X-Raid stehen. Aber es ist ja schön, dass sie noch dabei sind, ne? Wenn sie schon mal da sind. Okay, keine Ahnung. Mal gucken. So, das erste und letzte Regigigas für den Account. Ich hoffe, das bleibt so. Och, der Benny ist auch dabei. Den kennt ihr ja noch von gestern. Ne, den haben wir euch gar nicht gezeigt. Das war der, der uns die drei Biers mitgegeben hat. Sehr schön. Ich hab Marius auch ein Handy gegeben. Guckt, der Prime, der freut sich schon richtig. Der kann wieder nicht mitspielen. Crazy O, der spielt wenigstens den einen anderen Account. Naja, egal. Wir gucken mal, melden uns mal zurück im Kampf. So, da geht's los. Und der Ramses sagt immer, es ist nichts los. Ne? Dabei 19 Leute in der Lobby beim X-Raid. Hammer Glück gehabt. Ich habe ja gestern 20 Mal in die Gruppe gefragt, wer beim X-Raid dabei ist, aber hat sich keiner gemeldet. Heute 19 Leute, da wisst ihr wieder, was los ist. Nein, die meisten sind ja in einer anderen Gruppe, deswegen. Ich hatte es auch mit Sabrina gestern noch drüber, weil ich ja sowieso noch keinen Rocket Stop und gar nichts gemacht habe mit dem. Ich meine, es wäre vielleicht eine lustige Idee, mal zu gucken, wie man mit 1500er Pokémon oder 2500er Pokémon die Rocket Bosse besiegen kann oder ob das überhaupt möglich ist. Und beim Scheitern dann einfach flugen. Weil ich sage jedes Mal, ich habe hier nichts drauf, nichts Gutes, aber wie gut die sind, die drauf sind, weiß ich eigentlich gar nicht. Vielleicht ist sogar mehr möglich, als ich dachte. Ich hätte es nur mal ausprobieren müssen. Aber im Endeffekt habe ich ja eh nichts davon. Deswegen wollte ich mich aufs Leveln konzentrieren, aufs Shiny fangen. Habe mittlerweile schon das 10. jetzt, also finde ich eigentlich richtig genial. Derjenige, der den Account dann bekommt, kann sich sicherlich freuen. Da ist sicherlich was dabei, was der noch nicht hat. Sich vielleicht rübertauschen kann. Und der Marius bastelt immer so die Fahrstuhlmusik hinten rein, extra dazu. Gewinne einen Raid. Das sieht ja heftig aus. Und Fragezeichen natürlich. So was Hohes haben wir noch nicht. Das müsste bei ihm auch Fragezeichen sein. Sollen wir mal das Handy holen und fragen? Oder, warte mal. So, lieber Marius, wie sieht's denn aus? Fragezeichen, wie du schon auch selber. Soll ich's lieber fangen? Ich weiß nicht. Oder bist du Pro? Es geht. Es geht. Ich hau nicht die fabelhaften Würfe raus, aber. Wenn's weg ist, geh mal schwimmen. Ich sag's dir. Ja, warte, ich verwerf schnell. Ich lass dich mal in Ruhe. Jetzt, wenn ich schon sehe, erster Ball, zack, nichts. Zweiter Ball, nichts. Ey, setz mich nicht unter Druck, Mann. Nein, du musst ja auch warten, bis er angreift. Ja, sonst. Hast du das gemacht? Ja, aber nach dem Angriff werfen. Du wirfst in den Angriff rein. Das sieht schlecht aus. Also, Pupsi, wenn du das siehst, Marius hat deinen Account. Wenn er es verkackt, ich habe keine Schuld. Na gut, doch, weil ich habe ihm ja das Handy gegeben.
Egal, wir gucken mal. Serie gerissen. Och, erster Ball drin. Wunderbar, so muss es sein. Wir gucken noch mal zu Marius. Alter, das ist ja von 2. Hab ich irgendwo hier Anspruch bekommen. Hier. Und schon gefangen. Music Factory. Oh, und er wirft wieder daneben. Guck, hör auf, mich verrückt zu machen. Und er redet auch wieder rein. Es ist gerade spannend. Wir müssen uns voll konzentrieren. Guck. Ey. Und wieder, wenn er angreift. Nee, der hat doch schon angegriffen. Warum greift der doppelt? Er kann mehrmals angreifen. Atmest du nur auch einmal am Tag oder was? Warte ich jetzt extra mal zweimal? Jetzt hättest du schon schießen müssen. Ja, jetzt guck, er kann doch noch mal machen. Guck. Ja, jetzt hättest du wieder schießen müssen. Jetzt macht er dreimal hintereinander. Was soll die Scheiße? Er kann unendlich angreifen. Was ist das denn für ein Hast du überhaupt schon einmal getroffen? Ja. Hast du goldene Beere genommen? Ja. Hast du sowas schon mal gesehen? Hast du noch einen Ball? Ja, ich glaube, das wird nichts. Soll ich den werfen? Vorführeffekt? Nee, jetzt muss ich erst recht versauen vor der Kamera. Und er wirft wieder. Und er greift wieder an und der Ball ist wieder weg. Wie viele Bälle hat es insgesamt? Sechs. Wie viele hast du getroffen? Ein? Zwei. Das ist natürlich schade. Pupsi, also es tut mir leid. Aber... Nö, das war's. Es kommt ja kein X-Raid mehr mit Regigigas. Also kein X-Raid für Pupsis Account. Das tut mir jetzt aber leid. Alter, Marius, warum tust du mich nicht über diese Konsequenzen? Dann hältst du doch direkt das Handy nicht. Ach, ist doch nur ein Spiel, ne? Ausrasten. Nein, alles gut. Dann nehmen wir das halt so mit. Ich bin halt von Ali Bombay hier. Ich hab keine Ahnung, 3006? Das hätte ich ja mal bewerten können, was das überhaupt hat. Okay, ist schlecht. Da braucht man gar nicht bewerten. Hauptsache Musik abgespielt. Alles lustig, alles funny. Und wir haben die 1 Million Sternstaub auch geknackt bei dem Account. Sehr schön. Da freuen sich die Leute natürlich auch. Da haben sie ordentlich was zum Ausgeben. Ich habe bisher nämlich noch nichts gepusht. Habe das einfach alles so gelassen, wie es ist. Oh, das Handy hat er mir auch zugesteckt. Wunderbar. Ja. Hattet ihr heute auch ein X-Raid? Habt ihr euch auch das letzte Regigigas gegönnt? Schreibt's mal in die Kommentare. Freut ihr euch schon auf Gensekt oder Geninsekt? Was machst du da, Mann? Ich mach die Endcard. Guck mal, habt ihr auch so einen alten Opa-Hut, ne? Wenn nicht, guckt mal bei eurem Opa in der Ablage hinten im Auto. Da liegt bestimmt noch einer rum. Das sieht der hier lauter graue Haare schon drin hat. Die sind gefärbt, das ist nämlich stylisch. Alte Männer sind sexy. Guck dir doch einen Prime an, ne? Der hat einen grauen Bart schon. Guck, so sehe ich den ganzen Tag. Der ist immer so in seinem Element, immer nur... Dabei spielt er gar nicht Pokémon. Das sagen die Leute immer, wenn jemand so ein Handy im Gesicht hat, Pokémon. Nö, das geht auch ohne Pokémon so, wenn man Prime ist. Gut, das war's von meiner Seite aus. Was ist euer bestes Regigigas? Schreibt's rein, das war's wahrscheinlich mit Regigigas. Irgendwie passt die Musik auch dazu, dieses Abschiedsgeplänkel. Wir stehen noch am Schwimmbad, ne? Da geht's rund. Der will eigentlich jetzt Schnitzel essen, egal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Was? Ja, ja, Schnitzel. Und meine Stimme ist wieder da. Willst du noch was sagen? Ich danke jedem, der mich geglaubt hat, dass meine Stimme wiederkommt. Dafür ist er bei mir jetzt weg. Ich habe gestern von seiner Dose genascht und plötzlich nachts bin ich aufgewacht, habe solche Schmerzen im Hals gehabt. Und jetzt ist einfach nur noch alles... Buah. Was ist das schon wieder? Ein graues Haar. Da könnte man ja sagen, teilen macht Spaß, ne? Okay. Spaß, komm, tut mir leid. Peace out! Smetbo!